Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier unten rein, was haben wir denn in Mamas Almutsche Geheimnisschatulle? Da ist nach wie vor, auch wenn sie jetzt nicht angezeigt wird, die Mythic Tina, genau, Tina Fragments. So, schon ein interessantes Pack, beziehungsweise ein interessantes Angebot, aber würde ich mir nicht holen. Hier haben wir die Talent Show Tire Box. So, und hier haben wir im Reward Pool zum einen Talent Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, Eugene Belcher, Roller Disco Courtney und K-Pop Joe. Hier Talent Show Lois, ein relativ, es ist halt eine typisch defensive Pre-Combo mit Motivieren, mit einer Mauer, mit Anfeuern oder eben Cheers, ne? So, und ja, was willst du dazu sagen? Man sieht es ja auch hier wieder, ne? Benachbarte Musical-Karten, also auch das Motivieren wieder nur eingeschränkt. Ich bin jetzt von der nicht so wirklich so krass begeistert, zumindest mal nicht, wenn sie jetzt hier noch in diesem Stadium ist. Interessant ist hier allerdings eine ganz andere Karte. Könnt ihr jetzt euch denken, der gleich, der hat einen an der Waffel. Aber tatsächlich interessant ist hier aktuell die LA Entertainment. Ja, und nur 4 Epics, die man ziehen könnte. Und wenn ich die hier mal komplett hochmaxe, dann habe ich plötzlich hier 1448, 11er Burger, 7-fach Hijack oder auch Entführen und 9er Stoß. Und das hier ist durchaus interessant, zumal man diese Karte, eben auch wenn man die Packs kauft, geschenkt bekommt. Also LA Entertainment, interessant. Hier haben wir auch jetzt hier die Talent Show Lois als Combo Mastery Chamber of Understandings. Schauen wir uns doch mal Chamber of Understandings an. Was diese Karte so kann. So, Chambers of Understandings ist das da. Ist diese hier. Da haben wir einmal einen Professor Farnsworth mit Red Shirt, Blue Shirt, mit Karaoke, Morbo, mit K-Pop Video, K-Pop Cleveland, K-Pop Joe, Turning Jeff, Rubberneckers, Troubadour Jeff, Oldies with Goodies, Courtney's Dad, Fart School Jimmy Jr., Roller Disco Courtney, Big Mountain Fudge Cake, Earl Skidders, Fourscore, Nibble on the Roof, in der legendären und in der Mythic Version, Pimp My Slay und der Golden Fiddle. Und da ist auf der rechten Seite eben einmal Schild und einmal ein Burger zum Heilen. 12 Leben kriegst du mit hinzu, wenn der Combo gespielt wird, 25, 66. Also eine defensive Combo, die durchaus interessant ist. Ja. Und dann haben wir hier als nächstes den Kastanjets Zoidberg. Und der Kastanjets Zoidberg ist dieser da. Ist ein Zoidberg mit Nibbler on the Roof in Legendär und in Mythic mit Turning Jeff, Big Mountain Fudge Cake und Rubberneckers. Da kriegst du auch wieder Heilen raus, Stoß und Lähmen, Cripple. Und zwar gar nicht mal so wenig davon. Also der ist auf jeden Fall ziemlich stark. Mega coole Karte. Oder Combo. Ähnlich ist LA Entertainments, die wir eben gerade schon gesehen haben. LA Entertainments. Ne? Gucken wir uns die mal hier an. LA Entertainments hier mit dem Dale, mit dem Mythic Dale, kommen einmal mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller, Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Morbo, K-Pop Cleveland, Courtney's Dad, Fart School Jimmy Jr., Earl Skidders und Golden Fiddle. Und jetzt vergleichbar mit dem Kastanjet, Zoidberg,
Schauen wir uns das Ding mal kurz an im Vergleich dazu. Ist ziemlich ähnlich, wenn man sich diese Werte anguckt und die Effekte. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier bei dem Dr. Zoidberg, beim Castagnet Zoidberg eben lähmen haben und hier entführen, also Hijack. Ansonsten ziemlich gleich, auch so von den Werten. Ja gut, okay, hier hat mehr Leben, dafür weniger Angriff. Aber ansonsten sind die Werte ziemlich vergleichbar. Und dann haben wir hier als nächstes eine ziemlich geile Combo Mastery. Das ist der Music Video Stewie. Und der Music Video Stewie ist das da. Da hast du dann richtig viel Punch. Gucken wir uns das Ding mal an hier. Mit K-Pop Joe hast du 41 Angriffe im First Hit. Troubadour Jeff 40. Roller Disco Courtney 44. Fourscore 40. Karaoke Morbo 44. Rubberneckers 41. K-Pop Video 40. Oldies with Goodies 34, nur damit am wenigsten, soweit ich das weiß. 44 hier mit Golden Fiddle. Pimp My Slay 38. Courtney's Dead 40. Fart School Jimmy Jr. 36, K-Pop Cleveland 39 und Earls Gitters 37. Es sind ziemlich coole Werte, wenn man da jetzt tatsächlich dann mal 10% draufrechnet, dann kommt da schon einiges bei rum. Die ist geil. Habe ich allerdings schon. War ja schon mal als Combo Mastery im Shop gewesen, habe ich mir dann auch gleich geholt. So. Last but not least, eine sensationelle, wenn nicht sogar die geilste Musik-Kombo, die es momentan so gibt. Über die freue ich mich immer riesig, wenn ich die mal einsetzen kann. Dann mache ich, also die ist einfach nur, gucken wir gleich mal uns an. So, das ist hier nämlich der Hip-Hop-Bob. Und wenn man sich diese Werte anguckt, mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff, mit Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Morbo, K-Pop Video, Big Mountain, Fudge Cake, Pimp My Slay, Golden Fiddle, Courtney's Dead, Fart School Jimmy Jr., K-Pop Cleveland und Earls Gitters, dann kommen auf der rechten Seite richtig krasse Werte bei raus. Du hast hier zum Beispiel 45 Angriff bei K-Pop Cleveland. Hier 46. Hier bist du sogar bei der Golden Fiddle, bist du sogar bei 50 Angriff im First Hit. Jetzt rechne da mal nochmal 10% drauf. Du hast 25 und eventuell 30. Bist du bei 55 Angriff im First Hit. Das ist brutal. So, und danach kommen 16, beziehungsweise wenn da noch 10% drauf kommen, 17 oder 18. Angriffspunkte mit hinzu und hast noch 10-fach Cripple All. Das Ding ist brutal. Dazu sage ich nur so. Mega geil, das Ding. Jo, und da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ich da die zwei Krönchen drauf haben könnte, wäre das geil. So, dann sind wir hier erstmal mit diesen Combo Masteries durch. Jetzt schauen wir uns noch an. Also wie gesagt, LA Entertainment, durchaus sehr, sehr interessant. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Hier kriegst du bei den ersten drei Pulls für 1600 quasi dreimal diese Level 1 LA Entertainment. Viermal bräuchte sie, um sie zu maxen. Ist durchaus sehr, 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 sehr reizvoll. Für allerdings muss man natürlich dazu sagen, nur für ein defensives Deck. Offensiv ist sie natürlich nicht so toll. Aber im Rumble als Defense-Karte gemaxt, sehr, sehr gut. Hier hast du dann, wenn du bis dahin kommst, also 1600 dafür ausgeben könntest, dann kriegst du natürlich noch zwei legendäre Karten mit hinzu. Hast noch 3, 5 Pulls, Epic or Better. Wenn du Glück hast, hast du die ein oder andere Leggy noch mit dabei, plus noch eine LA Entertainment, dann hast du das Ding gemaxt. Mega. Mega, mega, mega. So, hier
Tier 5 kommt dann die Talent Show Lois mit ins Spiel. Ja, eine durchaus interessante Box, die Talent Show Tier Box. So, dann sind wir hier mit der auch schon durch. Hier haben wir das Mythic Roger Pack mit der sensationell benannten Karte, typische Elternbeschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder. Roller Disco, Courtney, Troubadour Jeff und Eugene Belcher. Coole Sache, leider fast oder nahezu unerreichbar für diejenigen, die eben nicht ins Spiel reinpayen. Jetzt geht's hier los mit den Combo Masteries von heute, mit den Daily Combo Masteries. Hier haben wir jetzt als erstes das Party Board im Angebot. Schauen wir uns das Ding mal an. Hier ist es schon gemaxt mit einer Mauer, mit Heilen für alle und mit Cripple All. Problem an dieser Combo ist natürlich der zu niedrige Wert. Hier sind wir sogar unter 10. Und ja, 10% machen hier echt nicht so den Bock fett. Ne? Das ist nie so berauschend. Ja. So. Eigentlich schade. Die meisten von euch kennen diese Combo mit Sicherheit aus der Party Board Challenge. Dann haben wir hier als nächstes den Boss Hank. Auch den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Hier mit Bag of Nickels. Ja. Und das war es dann auch schon. Dann kommt auf der rechten Seite eben kommen Angriffspunkte mit dazu, wenn eine Combo gespielt wird. Dann hast du ein eingeschränktes Schild und eine Bombe. Ganz doll. Wow. Zang. Schrott. So, jetzt kommen wir zu einer, die durchaus sehr, sehr interessant ist. Leider eher unwahrscheinlich, dass ihr die Combo habt. Das ist hier mit dem Roger und zwei speziellen Sportkarten. Einmal Shuttlecock Ring und einmal Sportsport 5000 kommt auf der rechten Seite, nämlich der Badminton Roger bei raus. Mit Entführen, mit der Mauer und mit Punch. Und hier hast du 36 oder hier sogar 41 im First Hit. Badminton Roger ist wirklich eine gute Kombo. Boah, alter Vater, guckt euch das an hier. Wenn die gemaxt ist in der Mythic-Version, hat die 103 Leben. 24 Punch, 17 Hijack, 25er Mauer. Uiuiuiuiuiui. Ja, Problem an dieser Combo ist allerdings, dass der Shuttlecock Ring und Sportsbot 5000 beides Karten sind, die du nicht einfach so bekommst. Die sind sehr selten. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit echt gering, dass ihr diese Karte, diese Combo spielen könnt. Ich habe auf meinem ersten Account den Badminton Roger so. Er ist echt cool als Pre-Combo. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich Shuttlecock Ring oder Sportsbot 5000 da habe. Muss ich mir dann nochmal angucken. Eventuell hole ich mir die Combo in meinem ersten Account. Hier im zweiten Account kann ich da auf keinen Fall was mit anfangen, das weiß ich. So, dann haben wir hier den Mile High Quagmire als letzte Karte, Combo-Karte noch hier. Das ist dieser da. Na, kommt dann raus, einmal The Quagmire mit, ja, Player Express Schiff. Das einzige legendäre Flugkarte hier. Ja, und das ist ziemlich ernüchternd, was da auf der rechten Seite rauskommt, der Mile High Quagmire. Dann habe ich doch tatsächlich lieber den Quagmire in der Nummer. Ist euch das eigentlich schon aufgefallen? Der Quagmire ist bei vielen, vielen Kombos in der ursprünglichen Version deutlich viel stärker als danach. Wenn du ihn kombiniert hast. Am besten lässt du den unkombiniert echt im Deck, du. Das ist unfassbar. So schlecht. Die Kombos teilweise. Unglaublich. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann wünsche ich mich natürlich riesig über euren Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.